Am LGE gibt es eine Partyoption. Den Ulzig-Kanal ist eng davon, an unserer Meinung nach natürlich die beste. Heute wollen wir euch aber eine andere Option vorstellen, die am LGE auch ganz beliebt ist. Mein Name ist Jean-Paul Kiefer und ich bin Fotograf und ich gehe in der Jungen Lycée die Fotoskuren, und zwar analog Schwarz-Weiß-Fotoskuren mit Labo. Für dich geht es darum, dass wir ein bisschen Theorie machen, wie das alles funktioniert, mit Blender, mit Zeit. Das geht aber relativ sehr. Und dann probieren wir die ersten Filme zusammen zu machen, dass wir etwas droppen, weil manchen denken, das Thema nicht so wichtig. Und dann Dono geht es hier im Labo entwickelt, mit einer Chance, ein Labo zu haben. Und entwickelt für dich den Negativ entwickelt. Und dann geht es Planche Kontakt gemacht, also ganz old fashioned, wie das früher war. Und dann gehen die einzelne Tirage gemacht. Aber alles schwarz-weiß. Die fakultative Kura subt theoretisch zwischen das HTM und der 3. Und den Optionskura ist 2. und 1. Ja, das ist immer so vage. Optionen hat das einfach gemacht. Meine Schulschüler, die sind noch im Premier am fakultativen Kurs. Wir im Prinzip sind von HTM bis Premier aus der fakultativen Opa und Optionen ist 2. und 1. Ja, den Optionskurs, das ist ein obligatorischer Kurs, den Schüler wählen, an den hat auch ein Koeffizient. Für die Fotoentwicklung, wenn man jemand Fotoentwickelt, wird der Film entwickelt. Das heißt, für dich stellt man den Film raus, das ist der Spul, und da wird ein Düppchen angewickelt, und da wird für dich entwickelt, und da wird er fixiert, und dann wird er gedrichen, und dann haben wir mal den Negativ. Und das ist der nächste Prozess, den wir machen. Und dann mit dem Negativ, und dann drichen aus die Next Care of Kuras, da wird dann geschnitten, und da wird dann so ein Facht gemacht, und da wird davon ein Kontaktaufzug gemacht. Und wenn wir den Kontaktaufzug haben, dann haben wir alle guten Fotos schon mal auf einem Blatt, da können wir sie gesehen am Klängen. Und da gucken wir, was gut aus, was nicht gut aus, was scharf aus, was besser gefällt oder nicht gut gefällt. Und dann gehen die besten Fotos rausgesicht und die gehen dann auf ein Blatt. An einer gewissen Größe, wie die Schüler die Idee, 13 oder 18 oder mehr groß, wird das dann entwickelt.